Gewinner der Woche. In den Büchern verzeichnet sein, in denen es um die Fernsprechtechnologie des Jahres 2000 geht. Liebe Kinder, der Bayerische Rundfunk zeigt euch jetzt einen Film, in dem es nur um Hunde geht. Lauter vierbeinige Stars von Walt Disney. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ich wette, man wird diese Szene täglich tausendmal auf der Welt wiederholen. Ein Mann und sein bester Freund. Beide nach einem anstrengenden Tag. Tja, Oliver, der Tag ist für dich und für mich noch nicht vorüber. Mein Freund Olli ist Schauspieler und das hier ist nicht unser Zuhause. Es ist eine Filmdekoration in den Walt Disney Studios. Olli und ich haben hier einen Film gedreht, den Sie sicher gesehen haben. Eine Komödie, die Zotti das Urviech heißt. Wir werden Ihnen später ein paar Szenen als Kostprobe zeigen, aber zuerst mal Walt Disneys größte Hundestars. Walt Disney war vermutlich einer der größten Tierfreunde aller Zeiten. Er liebte es, mit Tieren aller Art in seinen Filmen zu arbeiten. Aber wenn er auch mit so vielen Rassen zu tun hatte, meinte er doch, dass der beste Freund des Menschen auch der beste Freund des Films sei. Ich bin mit Walt der Meinung, dass ein Hund mit einem Nicken oder einem Blick aus seinen großen Augen mehr erreichen kann als alle Schauspieler Hollywoods. Heute werden wir uns